Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen in der Reiferbahn zum ersten Spieltag der MV-Liga der Damen. Die Herren haben ja schon angefangen, schon zwei Spieltage absolviert. Und nun im Hintergrund sehen wir den SV Grünwald Schwerin, zweite Mannschaft. Und sie haben heute ihr erstes Heimspiel gegen den Doberaner SV. Auf geht's also ins erste Spiel der MV-Liga der Damen SV Grün-Weiß Schwerin gegen den Doberaner SV. Bei mir habe ich nun Wolfgang S., Veranstaltungskaufmann, der sich also mit alles rund um den Sport befasst, damit das Ganze einen schönen Event, einen Rahmen hat. Und sage ich jetzt mal, schön, dass du dich zur Verfügung stellst, uns hier mit deinem Kommentar fachmännisch zur Seite zu stehen. Also erstmal hallo Wolfgang. Hallo, grüße euch. Jo, wir werden uns jetzt mal genau angucken. Grünwald Schwerin 2 hat eine lange Vorbereitung gespielt. Steffen hat gefühlte 70 Spiele, Testspiele absolviert. Und nun wollen wir mal gucken, wie das Ganze unter Wettkampfbedingungen aussieht. Es ist ja das erste Mal, dass Grünwald Schwerin eine zweite Mannschaft stellt in der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns. Das ist entstanden aus der ehemaligen A-Jugend. Aufgrund der geburtsschwachen Jahrgänge haben sie daraus gleich eine zweite Mannschaft gemacht. Und da aber das 1:0 für den Doberaner SV erzielt durch Johanna Püge. Ja, der Trainer Steffen Franke hat natürlich eine sehr intensive Vorbereitung gemacht. Ich habe das mitbekommen. Und gerade das erste Spiel in der neuen Saison ist immer schwierig. Die Mannschaft muss sich finden und ich glaube auch die Nerven spielen eine große Rolle. Insofern darf man gespannt sein. Vom Papier her, denke ich, haben die Schweriner einen kleinen Vorteil. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Na, ich denke, aufgrund der vielen, vielen Vorbereitungsspiele, der langen Vorbereitung und letztendlich nicht zuletzt des Heimrechts besteht ein kleiner Vorteil, denke ich, auf Seiten von Grünwald Schwerin. Zumal viele Spielerinnen aus der A-Jugend noch Regionalliga-Erfahrung haben. Ja, wir dürfen gespannt sein, das wird bestimmt ein enges Spiel, aber wir freuen uns drauf. So, jetzt gibt es die erste gelbe Karte gegen den Doberaner SV. Claudia Struppe. Ja, kurze Frage so zu dir. Wie bist du zum Handball gekommen? Was bringt dich zum Handball? Ja, leider nicht der Sport im aktiven Bereich, sondern eher im Bereich der Spielorganisation, Spieldurchführung bis hin zu Länderspielen. Aber Handball ist ein sehr, sehr attraktiver Sport. Ne? Also nicht, wenn man ihn nur spielt, sondern auch, wenn man zuschaut. Du sagst Länderspiele. Was hast du da organisiert? Was organisierst du da? Ja, mit der deutschen Nationalmannschaft A. Ein schöner Wurf aus dem Rückraum von der Nummer 18. Ja, Juliane Schiller, um das gleich mal anzuführen.
Ja, hat sie sehr schön gemacht, ne? Die Lücke gesehen und genau ins Dreiangel. Der Ausgleich für Schwerin. Ja, wir haben für die Männer Handball-Länderspiele gemacht, auch für die Frauen schon. Das war im letzten Jahr in Schwerin und auch für die Junioren. Und auf was muss man da so alles achten, während du eine spielst? Aber jetzt schönes Kreisanspiel und gehalten von Laura Fischer. Es gibt Abwurf für Grün-Weiß-Schwerin. Auf was ist dann deine Aufgabe? Auf was achtest du da, wenn du so ein Spiel organisierst, gerade solche großen Spiele? Ja, man kann das relativ einfach machen oder sagen, der sportliche Bereich, das Spiel selbst, den Gegner, all das kommt vom Deutschen Handballbund und wird von denen abgestimmt. Aber dann die lokale Umsetzung und Organisation, das muss natürlich dann auch von Personal gemacht werden, von einer Agentur. Und das ist dann unsere Aufgabe. Die Halle, die Trainingsbedingungen, das Trainingslager, die Hotelunterkünfte, das Ticketing und Catering, Moderation, alles was dazugehört, um so ein Spiel natürlich auch zu einem Event zu machen. Schön durchgesetzt von Theresia Meissner, geschubst von hinten, angezeigt von den Schiedsrichtern. Es gibt 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Absichern! Absichern! So, an den 7-Meter-Punkt tritt jetzt der Neuzugang von Grün-Weiß-Schwerin, Julia Harder. Er ist seit dieser Woche bei den Schwerinerinnen und sie scheitert an der Torhüterin. Es bleibt also beim 1:1. Was ist so denn das berufliche Highlight, auf was freut man sich bei so einem Event am meisten als Veranstalter? Ja, also wenn ich zurückblicke, wir haben im Jahre 2008 im Januar den Handball-Weltmeister Deutschland da gehabt. Das ist natürlich für... Oh, mit vielen Schubsereien und dann am Ende klasse abgesetzt Bonnie Lenz mit dem 2:1. Für Grün-Weiß-Schwerin und es gibt noch gelbe Karte gegen den Trainer des Doberaner SV. Ja, da hat sie sich sehr schön durchgesetzt gegen die Abwehr und macht den Führungstreffer. Also ich wollte es gerade noch sagen, natürlich freuen sich die Fans auf so ein Länderspiel, wenn man die Männer-Weltmeister sieht, so eine Stars wie Pascal Pommes-Hens oder Mimi Kraus. Und wenn man dann natürlich auch für die arbeiten darf und der Mannschaft eben sehr nahe ist und viel mitbekommt die Tage, wo sie da sind, ist das natürlich auch für mich ein Highlight, gar keine Frage. Immer zur Erklärung, wie lange war die deutsche Nationalmannschaft der Männer denn in Schwerin? Oder wie lange hast du die betreut? Ja, es war eine Woche, die hier in Schwerin waren, haben hier ein abschließendes Trainingslager gemacht vor der Europameisterschaft und täglich mit 2 Trainingseinheiten. Und zum Abschluss dieses Trainingslagers gab es dann 2 Länderspiele, 1 in Rostock und 1 in Schwerin. Es war Johanna Brügge nur mit dem 2:2 für den Doberaner SV. Und das war schön durchgesetzt und ebenso klasse gehalten von Stefanie Polko. Es bleibt beim 2:2. Inwiefern hast du schon Handballspiele im unteren Bereich erlebt, so wie jetzt hier die MV-Liga, was ja die 5. Liga im Handball darstellt? Wo doch sehr, sehr viel Leidenschaft gegeben sein muss, weil nur für Geld spielt man hier nicht. Aber trotzdem muss man höchste Leistung bringen. Es ist schon Leistungssport auf diesem Niveau. Also ich denke, das ist ja auch das Faszinierende an diesem Sport. Handball ist super schön zum Zugucken. Es ist viel Athletik drin, viel Dynamik drin. Und auch bei den Mädchen sieht man das. Ich war letzte Woche hier zu einem Spiel von Grün-Weiß, wo die etwas jüngeren Mädels gespielt haben. Es ist extrem kampfbetont, körperbetont. Es passiert ständig was. Ich sage mal, wenn man das vergleicht mit einem Fußballspiel, das im Regen 0:0 ausgeht, da kann man nicht Spaß dran haben. Insofern hat Handball natürlich viele, viele Vorteile. Und gerade hier heute sehen wir es bei dem Spiel. Schon in den ersten Minuten ist es sehr kampfbetont. Es steht 2:2. Und ich denke, wir dürfen uns freuen auf weitere schöne Handballminuten hier. Ja, ich denke auch, es ist ein sehr interessantes Spiel bisher und da die Führung für die Gäste erzielt durch Claudia Struppe nach einem Sprungwurf. Und der Wurf von außen scheitert an der Torhüterin. Bei der Julia Harder hat man gesehen, sie hat
den 7 Meter, glaube ich, geworfen vorhin, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wo die Torhüterin glänzend pariert hat und auch eben, sie war frei durch, hat die Torhüterin den Wurf auch abgekauft. Aber ich glaube, das ist so, das erste Spiel, sie ist neu zur Mannschaft gekommen, da sieht man, da spielen die Nerven natürlich eine große Rolle. Da sind wir gespannt, 7 Meter. Und ja, Claudia Struppe, der verwandelte sicher diesen 7 Meter. Der zweite Treffer in dieser Partie, 4:2 jetzt für Duberan. Ja, du sprachst es an, das ist das erste Spiel, die Nervosität ist groß. Gerade weil diese Mannschaft, weil es die zweite Mannschaft von Grün-Weiß Schwerin so zum ersten Mal gibt. Es ist ja eigentlich die A-Jugend. Es gibt einiges an Neuzugängen. Und man merkt die Nervosität auch an, gerade beim Trainer Steffen Franke, der hier vor uns steht. Aber es war jetzt schön gespielt. Julia ne Schiller mit ihrem zweiten Treffer. 3:4. Der Sprungwurf neben das Tor von Claudia Struppe. Und nun die Chance für Grün-Weiß Schwerin, erneut zum Ausgleich zu kommen. Das war hervorragend außen rausgespielt und sicher verwandelt. 4:4. Was war eigentlich so der große Unterschied bei der Organisation so zwischen der Nationalmannschaft der Männer in der Vorbereitung gegen Montenegro und zu den Frauen, die ja dann so einen Kracher hatten wie Dänemark, was ja eine Handball-Hochburg ist. Ja, von der Sache her gibt es wenig Unterschiede. Natürlich dann, wie wir das so kennen, bei den Frauen die eine oder andere Befindlichkeit. Aber grundsätzlich geht es um den Sport, es geht um das Event. Und von daher, sage ich mal, sind tatsächlich auch 98% völlig identisch in der Vorbereitung. Gut, man muss natürlich sagen, die Resonanz ist nach wie vor bei den Frauen ein Tick geringer als bei den Männern. Das ist im Frauenhandball so, das ist im Fußball so. Ja, und ich glaube aber, in Dänemark ist es anders. Da ist, glaube ich, der Handballsport über die Frauen erst populär geworden. Und ich denke, man sieht aber, die Resonanz ist sehr, sehr gut, auch hier bei den Heimspielen von Grün-Weiß. Und man ist auf dem Vormarsch, aber die Männer ist natürlich auch im Fußball so, das wird wohl ewig eine Domäne bleiben. Auch von der Zuschauerresonanz. Ja, man muss zur Ehrenrettung natürlich auch sagen, dass der Männerhandball doch noch ein Tick schneller ist, ein Tick intensiver ist, was diese Sportart ausmacht. Bonnie Lenz jetzt mit dem Treffer von außen, Treffer Nummer 2 in diesem Spiel und die Führung für Grün-Weiß Schwerin zum 5:4. Was man aber bei den Frauen gerade in diesen Spielklassen sehr, sehr beobachten kann, ist, mit welcher Leidenschaft sie beim Werke sind. Wie viel Energie sie da reingehen in diese Spiele? Ganz großen Respekt, das muss man ganz klar sagen. Man sieht das von der ersten Sekunde an, auch wenn da die Nerven dabei sind, aber vom Einsatz her und vom Biss und vom Kampfgeist, ne, ganz, ganz großen Respekt an alle Mädels, die auf der Platte stehen. Und das war schön außen rausgespielt auf Anke Lehmann mit ihrem ersten Treffer 5:5. Es ist natürlich die Frage für Sie als Ausrede, wie viel bekommen Sie vom eigentlichen Spiel eigentlich mit? Das ist eine berechtigte und eine gute Frage. Leider viel, viel zu wenig. Man kann sich eben, gerade wenn man selbst dann in der Verantwortung ist, nicht auf das Spiel konzentrieren, sondern eben auf das Drumherum. Es muss alles funktionieren, auch hinter den Kulissen, wie man so schön sagt. Insofern ist das bei uns dann immer so, dass es eine DVD gibt und einen Mitschnitt gibt. Und man schaut sich das dann 2-3 Tage später ganz in Ruhe zu Hause an. Weil am Spieltag selbst bleibt wenig Zeit, um das Spiel zu genießen. Oh, jetzt ist der Ball aus der Halle gekullert. Den muss man erstmal holen. Dann